In Schlammgruben und Trümmern suchten Rettungskräfte in Spanien am Mittwoch weiter nach Vermissten. So wie hier in Letur, in der autonomen Region Kastilien-La Mancha, wo die Flut Autos und eine Straße fortgerissen hat. Auch viele Angehörige sorgen sich weiter um den Verbleib ihrer Lieben, so wie diese Frau in der ostspanischen Küstenregion Valencia. Nach der schwersten Unwetterkatastrophe in Spanien seit fast 30 Jahren ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Die Behörden sprachen am Mittwochabend von mindestens 95 Toten. Wie viele Menschen noch vermisst werden, war allerdings unklar. Es wird befürchtet, dass noch mehr Menschen in den Fluten umgekommen sein könnten. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst nach und nach sichtbar. Am Dienstag hatten Sturzfluten Städte und Dörfer verwüstet. Meteorologen sagten, in Teilen der Region Valencia sei innerhalb von 8 Stunden so viel Regen wie in einem ganzen Jahr gefallen. Das Haus meiner Schwiegereltern ist verwüstet, sagt diese Anwohnerin. Das Wasser stand mir bis zur Hüfte. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Wir können das Auto nicht finden. Wir wissen nicht, wo es ist. Es war katastrophal. 150.000 Menschen in Valencia waren nach Angaben des örtlichen Anbieters ohne Stromversorgung. Auch die Landwirtschaft ist von der Flutkatastrophe schwer getroffen. Einer der größten Erzeugerverbände Spaniens rechnet mit erheblichen Einbußen. Aus der Region Valencia stammen rund 60% der spanischen Zitrusfrüchte.